Bevor eine Hörversorgung beginnt, ist es so, dass die Kunden in ihrem Alltag oft merken, dass sie gerade in lauter Umgebung öfters nachfragen müssen. Der Fernseher wird lauter gestellt oder vor allem die Familie schimpft, na, hast du schon wieder nicht gehört. Dann ist es so, dass die Kunden oder Patienten im Allgemeinen erst zum Ohrenarzt gehen. Der prüft das Gehör und wenn eine Schwierigkeit festgestellt wird, stellt dieser eine Verordnung für Hörgeräte aus. Und mit dieser Verordnung ist es dann so, dass die Kunden oft zu uns ins Fachgeschäft kommen und dann einen Termin vereinbaren zur Beratung. Es ist so, dass wir auch nochmal einen Hörtest aufnehmen. Unserer ist auch sehr ausführlich, weil wir einfach mehr Daten für die Hörgeräteanpassung benötigen. Und dann ist es so, dass wir unseren Kunden natürlich auch noch genauer kennenlernen wollen. Hört er zum Beispiel viel Musik, geht er öfters ins Theater, Konzerte, Kino oder ist er sehr sportlich aktiv? Diese ganzen Dinge sind für uns wichtig, um zum einen die richtige Bauform auszuwählen oder auch für den Kunden passend die technischen Voraussetzungen, die wir benötigen. Nach der Beratung, wo wir mit dem Kunden zusammen bestimmt haben, was für ein Hörsystem wir auswählen oder ausprobieren werden, das heißt ein klassisches Hinterohrsystem, ein kleineres Exhörersystem oder vielleicht sogar ein Im-Ohr-Hörgerät, ist es so, dass wir eine Abformung vom Ohr nehmen, um ein individuelles Ohrpassstück fertigen zu lassen. Das wird benötigt, damit wir einfach einen guten Sitz im Ohr haben, dass das Hörgerät auch nicht verloren gehen kann und einfach auch einen guten Sitz, eine gute Abdichtung bietet, damit keine Rückkopplungen entstehen. Diese Abformungen schicken wir dann zu uns in unser firmeneigenes Labor. Dort wird das Passstück dann gefertigt und uns wieder zugeschickt, sodass wir für den zweiten Termin zur Hörgeräteanpassung alles fertig da haben. Beim zweiten Termin, da passiert das wirklich Spannende, ist es so, dass wir die Hörgeräte aufgrund unserer Messdaten, die wir vom ersten Termin haben, einmal voreinstellen. Danach ist es so, dass wir uns mit dem Kunden unterhalten und der erstmal reinhören kann, was sich jetzt so verändert hat durch die Hörgeräte. Das heißt, er schaut mal, ist ihm was zu laut, zu leise oder ist der Klang noch sehr ungewohnt. Das justieren wir dann direkt noch nach. Und nach dieser Einstellung von den Hörsystemen erklären wir dem Kunden die Handhabung. Das heißt, wir zeigen ihm die Reinigung, wir üben mit ihm das Einsetzen und dann heißt das erst einmal im Alltag ausprobieren. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ist es einfach schön zu sehen, was die Kunden Positives in ihrem Alltag erlebt haben und wo sie auch Verbesserungen wahrgenommen haben. Und wenn sie zufrieden sind mit dem System, ist es so, dass wir den Hörerfolg mittels Sprachmessungen festhalten und dann wird das Hörgerät gekauft. Das bedeutet nicht, dass die Hörversorgung damit beendet ist, sondern unsere Serviceleistungen beinhalten regelmäßige Servicechecks. Das heißt, wir schauen die Geräte durch, ob sie technisch in Ordnung sind und reinigen diese. Aber auch kann es leider sein, dass ein Gehör sich auch mal verändert. Das bedeutet, wir machen einen neuen Hörtest und stellen dann die Hörgeräte eben auch neu wieder auf ihren Bedarf ein.